Kennst du schon Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema für Sie vorbereitet und beziehen uns da auf einen Artikel beim Spiegel. Der Spiegel schreibt nämlich: Der Pillenschwindel. Und Vitaminkapseln und Fischöl, alles teuer und nutzlos und oft gefährlich. Und das ist doch jetzt wirklich eine Vorlage, um darüber eine Sendung zu machen mit meinen Gästen, die ich heute hier im Studio habe. Und wer da heute da ist und über das Thema redet, das sage ich Ihnen gleich noch im Intro. Bleiben Sie dran. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Professor Dr. Elmar Wienecke ist wieder da einerseits. Ganz herzlich willkommen, lieber Elmar. Danke, Alexander. Und auf der anderen Seite hast du uns einen richtig großartigen Stargast noch zugeschaltet per Zoom. Ganz herzlich willkommen auf der anderen Seite der Biochemiker Dr. Burkhard Pögler. Jetzt habe ich es. Ganz herzlich willkommen, lieber Burkhard. Ja, danke, Alexander. Sehr gerne, sehr gerne. Ich fange gerne mal an bei dir, lieber Elmar. Der Pillenschwindel, wo du das gesehen hast, was ging da mit dir los und wie? Ja, ich hatte, als ich die Zeile gelesen habe und wir haben ja Studenten, die ihre Healthcare Professional Ausbildung bei uns machen, die ja lernen, mit Mikronährstoffen zu therapieren, habe ich zu Burkhard gesagt, wir müssen das mal aufgreifen. Und die haben ja auf der einen Seite recht, die Recherche stimmt ja, die Menschen schlucken und nehmen irgendwas und glauben, sie werden gesund. Und wir haben gesagt, da muss man es aber auch mal richtig begleiten. Und deswegen ist es unglaublich interessant, liebe Zuschauer, wenn Sie gleich mal sehen, was haben eigentlich in den letzten Jahren so die Menschen eigentlich konsumiert. Ich zeige jetzt mal eine Chart, Burkhard, du kennst sie, weil das total interessant für mich war. Kleinen Moment. Ja. So, und zwar sieht man jetzt, das ist das, was das ist der Artikel gewesen, auf den Alexander hingewiesen ist. Ja. Hat. Und jetzt sieht man hier, Sie sehen eine Veröffentlichung von Dingen, die Menschen in den letzten Jahren eigentlich zugeführt haben. Da sieht man auf der linken Seite oben Milliarden von Mikronährstoffen. Da geht es um den Bedarf an Magnesium, um den Bedarf an Calcium, Zink. Und da sieht man auch, wie die Ausrichtung war. Gerade auch, und das sieht man hier wirklich, wozu tendiert der Mensch. Vitamin C ist bekannt, Magnesium ist bekannt, andere Dinge. Aber der Mensch konsumiert überall. Unendlich viel, aber wirklich unsystematisch. Und der Vorwurf ist ganz konkret richtig. Wir können nicht unsystematisch therapieren, machen systematisch. Und deswegen haben wir ja auch, und das ist für mich ganz... Ich habe nichts dagegen, wenn man kritisch ist durchs blinde Schlucken. Aber dass die Nahrungsergänzungsmittel plötzlich als Schwindel betrachtet werden, absolut. Da habe ich was dagegen. Ja. Weil es geht darum, richtig zu messen, richtig zu schlucken und wieder zu messen, oder? Absolut, wir werden das in der Sendung darstellen. Wir werden mit einem Beispiel, ich habe ein Beispiel mitgebracht, ein Case Report, wo wir genau auflisten, Patientin macht das und das, hat sich selbst therapiert, was dabei rausgekommen ist, wo hat sie Fehler gemacht, damit Sie, liebe Zuschauer, daraus lernen können. Und der entscheidende Punkt ist, und deswegen bin ich ja unglaublich dankbar, Burkhard, dass du da bist. Du bist ja auch an der Kohärenz, du bist ja für viele Dinge eigentlich, Burkhard. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal und dich selbst ganz kurz mal den Zuschauern vorstellen. Du bist in vielen Kommissionen. Du bist derjenige, der eine absolute Fachexpertise hat. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Sichtweise dieses Thema so ein bisschen anfassen. Ja, gerne. Danke, Emma, für die Einführung. Und tatsächlich also arbeite ich in verschiedenen Gremien mit, auf ehrenamtlicher Basis natürlich. Das wäre einmal die EFSA, das ist die European Food and Safety Authority, also nicht Administration oder Agency Authority, also die Europäische Lebensmittelüberwachungsbehörde. Und dann hätten wir das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und schließlich auch noch, das wäre auch wichtig, das BLV in der Schweiz, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Mhm. So, und diese Institutionen, die sind dafür da, also uns praktisch eine Orientierung zu geben. Und die arbeiten hart daran, dass man also praktisch Nahrungsergänzungsmittel, das sind ja auch Lebensmittel, sicher und gut verabreichen kann. Das heißt, die machen Empfehlungen,
Höchstmengenempfehlungen, die machen aber auch Mindestmengenempfehlungen. Das vergessen die meisten Leute. Denn die große Herausforderung in diesem Gebiet ist tatsächlich, dass man nicht zu viel zuführen sollte, aber auch bitte nicht zu wenig. Und heute sind wir meistens so geeicht, dass wir sagen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also davon wird aber das Letztere meistens dann nicht beachtet. So viel wie nötig. Also eine ausreichende und eine zielführende Supplementation ist immer die Supplementation, die eine bedarfsgerechte Supplementation ist. Ja, das ist auch die erfolgreiche Supplementation. Denn wir müssen die optimale Nährstoffzufuhr sicherstellen. Und darum geht's. Mhm. Das heißt, damit können wir Nährstoffdefizite auflösen. Wir können also auch Blockaden damit durchbrechen und wir können vor allen Dingen dann auch Stoffwechselstörungen herstellen, sage ich mal. So. Und das Problem ist also, dass wir also tatsächlich genügend Nährstoffe zuführen müssen und dann können wir auch eine erfolgreiche Supplementation hinbekommen. So, das sagt aber schon, wenn ich irgendwo noch ein Nährstoffdefizit habe, dann werde ich ein Problem haben. Das bedeutet dann auch, also wenn ich praktisch die Nährstoffzufuhr, wenn ich nicht den Bedarf, meinen spezifischen individuellen persönlichen Bedarf deckt, dann werde ich große Gefahr laufen, dass ich praktisch mit der Supplementation gar nichts Gutes für meine Gesundheit, für meine Lebensqualität, mein Wohlbefinden tue. Wenn ich das hinkriege, dann habe ich es geschafft. Aber ich darf da nichts auslassen. So, und wir haben das ja gesehen, diese willkürliche Supplementation, das ist ja so eine Schrotschuss-Supplementation. Da fragt man sich natürlich, ist das wirklich ausgewogen? Ja, ist das wirklich ausreichend? Ist das zielführend? Und da habe ich natürlich also auch sehr starke Zweifel. Aber wir sollten auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, wenn dann am Ende dieser Artikel immer steht, wir brauchen ja gar keine Supplementation. Dann frage ich mich, wieso haben dann 80% der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz Nährstoffdefizite, die wie gesagt zu diesen Blockaden und Stoffwechselstörungen führen. Das passt ja nicht zusammen. Das ist inhärent inkonsistent. Und da möchte ich dann doch nochmal sagen, also bitte hier nochmal nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern immer sehen, es gibt auch die Lösung. Die erfolgreiche Supplementation ist wie gesagt die bedarfsgerechte Supplementation. Ich habe mal gelernt, dass ein Nahrungsergänzungsmittel keine Wirkung haben darf. Wenn es eine hätte, wäre es ein Medikament. Und deshalb muss die Dosierung so klein sein, dass es eigentlich keine Wirkung hat. Ist das korrekt? Ja, wir reden aber hier also von der pharmakologischen Wirkung. Mhm. Ja, es kann eine ernährungsphysiologische oder physiologische Wirkung durchaus haben. Also wir haben ja drei Produktkategorien. Das eine sind die Lebensmittel. Die haben immer physiologische Wirkung. Ja. Dann haben wir die Medizinprodukte. Die haben eine physikalische Wirkung. Und schließlich die Arzneimittel, die haben eine pharmakologische Wirkung. Und es ist korrekt, dass also Lebensmittel immer sicher und gut verträglich sein müssen. Also der Hersteller und Vertreiber dieser Lebensmittel muss das absolut sicherstellen. Und deshalb Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, das sind beides Lebensmittel des allgemeinen Verkehrs und Verzehrs, so nennt man die, also in all diesen Ländern, das ist übereinstimmend, die müssen also inhärent sicher sein. Sicher für alle und alles, sage ich jetzt, für die Allgemeinbevölkerung, ja. Und deshalb sagt man, anders als bei Arzneimitteln, wo ich eine Wirkung anstreben kann, insofern ist das völlig korrekt, und dann aber auch Nebenwirkungen habe, dosieren wir hier normalerweise sehr viel niedriger. Wir haben also nur physiologische oder ernährungsphysiologische Wirkungen. Ja? Und deshalb sieht man dann auch, dass bei den Nahrungsergänzungsmitteln oder bei den Lebensmitteln normalerweise die Zufuhrmengen sehr viel geringer sind als bei den Arzneimitteln. Und deshalb unterscheide ich auch drei Stufen. Das eine wäre die Nährstoffsupplementation und dann hätten wir die Nährstoffadaptation, das ist also die Nährstoffanpassung, das machen die Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, das sind Lebensmittel für die kranken Menschen unter uns. Da gibt es ja leider sehr viele und die müssen diese speziellen Lebensmittel haben, deshalb heißen das auch, sind das auch Lebensmittel für spezielle Gruppen. Ja? Und die dürfen schon durchaus höher dosiert werden. Das sind ja, also hier ist nicht mehr die Zielgruppe die allgemeine Bevölkerung, die noch für gesund gehalten wird. Also das kann man auch alles hinterfragen, aber
Das ist sozusagen die Target Population, also die Zielgruppe. So. Und bei diesen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke sind es spezifische Gruppen. Das sind also schon Kranke. Die müssen eine Krankheit haben und die müssen dann einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Einen spezifisch erhöhten Nährstoffbedarf. So. Und den decken wir. Da sind also schon die Mengen sehr viel höher. Und der Königsweg sind dann eigentlich immer Arzneimittel. Da ist die Nährstoffzufuhr noch höher. Das nennt man auch Nährstoffintervention. Das gehört aber auch zur Nährstoffsupplementation, genau wie die Nährstoffadaptation und die Nährstoffsupplementation da drin. Also, das sind dann Arzneimittel. Und die haben dann tatsächlich genau, wie du eben gesagt hast, also tatsächlich pharmakologische Wirkung und natürlich auch Nebenwirkung. Und da haben wir dann ein Nutzen-Risikoprofil. Das ist korrekt. Burkhard, bei den Arzneimitteln hast du eigentlich immer nur Nutzen und soll es eigentlich kein Risiko haben. Das ist genau der große Unterschied zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln. Ich muss noch eine Frage einwerfen, bitte. Entschuldigung, Elmar. Und zwar, wenn man ja schon weiß, dass einfach Sinnloses oder einfach nur Schlucken, weil irgendjemand gesagt hat, das sei gesund, auch Risiken birgt und überhaupt nicht meinen individuellen Bedarf deckt und vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Warum schreiten hier nicht Behörden mehr ein und drängen darauf, eine individuelle Mikronährstoffanalyse machen zu lassen für jeden Mensch? Dann hat ja jeder bedarfsgerecht das, was er wirklich braucht. Und wir wissen alle, dass das die allerbeste Gesundheitsprävention ist, oder? Richtig. Das liegt einfach daran, dass also zum Beispiel diese besagte Europäische Lebensmittelbehörde oder auch das BfR sich da mit den Risiken immer beschäftigt. Ja? Und da sind die natürlich total einseitig. Ja? Man hat ja eigentlich zwei Risiken, nämlich dass man zu viel geben kann. Klar, man kann auch also von den Nährstoffen zu viel geben. Aber nicht, wenn man misst, dann gebe ich ja nicht zu viel. Nein, das ist genau der Punkt. Also wenn also Leute praktisch, der Bedarf ist ja plötzlich wirklich, also ist ja immer spezifisch. So. Und das bedeutet dann auch, dass also praktisch, wie du gesagt hast, und das bedeutet dann, dass man tatsächlich messen müsste immer vorher. So. Wenn ich also praktisch meinen spezifischen Bedarf decken möchte, dann muss ich den, genau wie du sagst, erstmal messen, erkennen. So. Und das kann man ja. Da gibt es ja etablierte, valide Laborparameter, die kann man alle messen und dann weiß man ziemlich genau, wo man steht. Ja, so. Habe ich auch gemacht. Dann kann man ja einfach spezifisch supplementieren, das ist richtig. So, und dann wirst du auch nicht jetzt irgendetwas im Übermaß supplementieren, das ist völlig korrekt, weil du wirst ja nicht etwas zuführen, wovon du zum Beispiel zu viel haben würdest oder so, das ist auch ganz klar. So, und dann bist du immer auf der sicheren Seite und das ist auch notwendig, wenn man also zum Beispiel diese Nährstoffe als Arzneimittel zuführt. Wenn die jetzt aber praktisch, also die Nahrungsergänzungsmittel, die müssen für alle und alles gut sein. Ja, die werden ja meistens einfach die Allgemeinbevölkerung, also ich sag mal Neugeborene bis zu Kreisinnen und Kreise, die müssen das, also die können das essen und für die muss es sicher und gut verträglich sein. So, also für alle, ja. Und da hat man dann also normalerweise eine viel größere Zielgruppe und das besagt dann schon, dass die Aufsichtsbehörden, also wie die EFSA, das BfR, und das BLV, die müssen dann darauf dringen, dass diese Lebensmittel tatsächlich sicher sind. Und da misst man ja in der Regel nicht vorher, was man also, so wie die Situation ist. Und das ist natürlich wirklich ein Problem. Ja. Burkhard, wir werden jetzt im Nachhinein diese Dinge nochmal erörtern, auch diese Nährstoffsupplementation, von der du gesprochen hast, die Intervention. Was bedeutet das eigentlich auch für Sie, liebe Zuschauer, damit Sie von dieser theoretischen Komponente mal in die praktische geführt werden? Deswegen würde ich Alexander mal bitten, wir zeigen jetzt mal die nächste Chart, um Sie, liebe Zuschauer, mitzunehmen, um das Ganze wirklich nochmal darzustellen. Und das, Burkhard, du kannst es zwar jetzt nicht sehen, aber die liegen Sie ja vor. Was ganz wichtig ist, der Arzneimittelkonsum in Deutschland hat so exorbitant zugenommen, natürlich auf der einen Seite, weil wir demografisch älter werden. Die Menschen haben viele gesundheitliche Probleme, nehmen Medikamente ein. Wir wissen aber auch, dass jedes Medikament Nebenwirkungen hat. Also Resorptionsstörungen, wie auch immer. Also der hat so drastisch zugenommen von 92 bis 2016, jetzt bis 2022. Aber was, Burkhard, das ist das, was wir immer wieder ja auch mit unseren Studierenden diskutieren. Wir haben das schon häufiger dargestellt, liebe Zuschauer, aber auch für Sie nochmal, als Menschen, die sich für das Thema interessieren. Da gibt es ja Märchen und Mythen in der Ernährungswissenschaft. Und Burkhard, du weißt das, wir haben es diskutiert. Wir sagen ja immer, du hast es ja vorhin schon angedeutet, in Deutschland sind Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen bei gesunden Menschen und abwechslungsreicher selten. Aber wer ist gesund?
bei der zunehmenden demografischen Entwicklung. Das heißt also, man weiß, jeder Dritte in Europa, der älter als 50 Jahre ist, nimmt 4 bis 5 Medikamente. Das bedeutet also, und nur 25% der gesamten Bevölkerung in Europa ernährt sich so, wie es die Ernährungsgesellschaften fordern. Das hat Burkhard und ich uns immer wieder diskutiert. Das heißt, die Realität sieht so aus, wie sie da geschildert ist. Und dazu kommt natürlich, und Burkhard, da würde ich dich noch mal einmal bitten, weil das ist für die Zuschauer jetzt ein spannendes Thema. Das ist dein Thema. Hier gibt es die Begriffe Lebenserwartung, Gesundheitsspanne. Würdest du da mal ganz kurz was zu sagen? Weil das ist ja dein Thema, dein Kernthema. Ja, also ich habe mich sehr intensiv mit dem Gesundheitswesen und seinen Auswirkungen befasst. Also eigentlich mit der Gesundheitsmedizin. Und da geht es natürlich auch immer um Präventionsmedizin. Das ist ganz klar, wie wir also Gesundheit nicht nur erhalten, sondern auch also wiederherstellen und verbessern können. So ganz grundlegend. Und dann muss man erstmal die grundlegenden Zahlen, Fakten und Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Da können wir erstmal sagen, dass also in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz wir eine relativ hohe Lebenserwartung haben. Das sind 80 Jahre, roundabout, jetzt schon. Ja, bei den Frauen schon mehr. Bei Männern ein bisschen weniger, aber auch schon an der Grenze zu den 80ern. So, die Gesundheitsspanne, das ist die Spanne, wo man gesund ist. Die Weltgesundheitsorganisation definiert das. Also wenn Sie 5 Erkrankungen haben, dann sind Sie krank. Das sind dann die DALYs, Disability Adjusted Life Years. Das heißt, Sie sind dann krank. So, und Quality Adjusted Life Years, dann sind Sie gesund. Und da macht die so einen Cut-Off. Wenn Sie also über 5 Störungen haben, Sie sind zum Beispiel übergewichtig, Sie haben Bluthochdruck, Sie haben Depressionen, Sie haben, ich sage das nur mal beispielhaft jetzt hier, Sie haben vielleicht noch Arthritis. Und dann kommt jetzt noch also, ja, vielleicht eine Belastungsstörung dazu, eine psychische Belastungsstörung, also 2 psychische Erkrankungen. Dann haben Sie 5 Erkrankungen, dann werden Sie auf einmal als krank bezeichnet. So, diese Gesundheitsspanne, die fällt und fällt, die nimmt nicht etwa zu, die nimmt ab. So, und die liegt in Deutschland bei etwa 57 Jahren. Uff. Und jetzt können Sie ja mal die Rechnung aufmachen. Das sind 25 Jahre Krankheit, Schmerzen, Leiden. Und das ist völlig unnötig. Wir können da mal vergleichen und nach Japan schauen, wo die also eine holistische Community Healthcare etabliert haben, die also auch die Zufuhr von ausreichenden Nährstoffen sicherstellt, zeitlebens. Da haben wir praktisch eine Lebenserwartung von etwa 90 Jahren. Aber das Erstaunliche ist, dass die davon also über 87 Jahre gesund sind, beide Geschlechter, also etwa. So, das bedeutet, das ist natürlich einfach fantastisch. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 3 Jahre, wo sie praktisch dieses, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber das ist ja Siechtum. Das ist wirklich, das ist Krankheit, das sind Schmerzen, das sind Leiden, die sie da durchmachen. Ja, sie sind ja erkrankt. So. Das ist da also einfach weggedrängt worden. Bis also an das Lebensende. Das sind 3 Jahre. Im Gegensatz bei uns sind es 20 bis 25 Jahre. So. Und da würde ich mir wünschen, dass es auch in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, also in unseren Heimatländern, endlich also zu einer ja konzertierten Aktion kommt, wo man das Gleiche macht, was man in Japan gemacht hat. Diese Holistic Community Healthcare, die sorgt dafür, dass die Leute ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind. Das ist besonders bei den alten Menschen sehr wichtig, denn die alten Menschen haben häufig paradoxerweise einen erhöhten Nährstoffbedarf, ja. Also das muss man auch noch dazu fügen. So, und die essen häufig weniger. Das heißt, sie führen weniger Nährstoffe zu. Und deshalb hat die Regierung da entschieden, das machen wir einfach. Und das lassen wir uns auch etwas kosten. Auch die Menschen bezahlen dafür sehr viel. Das ist nicht kostenlos, muss man sagen. Dann müssen sie höhere Abgaben bezahlen für das Gesundheitswesen. Ja. Und das hat aber dazu geführt, dass die Menschen dort wirklich phänomenal gesund sind, wie sie jetzt eben mitbekommen haben. Und daran müssen wir uns messen lassen. Und ich hoffe, dass wir langsam mal in die Situation kommen, wo wir das auch hier verbessern. Das heißt, also nicht nur dem Leben mehr Jahre hinzufügen, sondern vor allen Dingen in den Jahren mehr Leben. Das heißt also mehr Gesundheit. Das wäre das Ziel, ja. Und ich glaube, das kann man machen. Genau, Burkhard, das ist nämlich genau das,
was du jetzt sehr gut rausgearbeitet hast. Und liebe Zuschauer, das ist das, was wichtig ist, mit Lebensqualität alt werden. Das wollen wir alle. Und deswegen würde ich dich nochmal bitten, Alexander, in die Charts reinzugehen. Das hat Burkhard, das ist deine Expertise, die ich auch in meinem Buch mit aufgenommen habe, was du sehr gut dargestellt hast. Das war total beeindruckend, ja, was du gesagt hast. Genau, und Burkhard, was jetzt gerade, du siehst es zwar nicht, aber du weißt es, die fatale Fehleinschätzung und die Folgen der, für die Mikronährstoffzufuhr hast du schon angedeutet. Und es gibt liebe Zuschauer, wenn Sie auf dem Monitor sehen, viele, viele Gründe, weswegen Menschen heute auch mit zunehmendem Alter in Mikronährstoffdefizite reinkommen. Erstmal nimmt das Resorptionsvermögen dieser Menschen ab, weil die Darmflora nicht mehr so intakt ist. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt viele Gründe. Es gibt die Nierentätigkeit lässt nach. Das ist alles wissenschaftlich valide. Aber wenn man das Ganze zusammen betrachtet, hat man die sozialen Komponenten, den mentalen Zustand, die Zugang zu Lebensmitteln. All das spielt eine Rolle und führt zu einer zunehmenden, wirklich gerade noch mal zunehmenden Mikronährstoffverarmung in der gesamten Bevölkerung. Und wir haben vorhin von gesunden Menschen gesprochen, von denen die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ausgeht. Aber wir sprechen hier von einem überwiegenden Anteil von Menschen, die schon erkrankt sind. Und das bedeutet jetzt, wir alle wissen, liebe Zuschauer, Sie wissen das, wir haben es immer wieder diskutiert, die Ernährungsstrategien sind wichtig, weniger Zucker, das ist nicht neu, das wissen Sie alles. Kurt Mozet hat es immer wieder propagiert. Ganz entscheidend. Aber wenn du natürlich typisch das, was da unten sieht, Zucker, Weißmehlprodukte, künstlich Aromen zuführst, hast du allein Silent Inflammation, chronische Entzündungen, die du selbst heraufprovozierst. Das, Burkhard, haben wir immer wieder diskutiert, du weißt das. Dass es ganz wichtig ist, natürlich dem Einzelnen, wir werden es gleich diskutieren, Mikronährstoffe zuzuführen, aber wohl wissend, dass es ohne eine vernünftige Basisernährung nicht geht. Das heißt also, wir müssen schon hier klarstellen, du musst dich schon bemühen, über Clean Eating, über Grundsätze des Ernährungsverhaltens ranzugehen. Und dann kannst du gezielt deine entsprechenden Dinge supplementieren. Und das, was jetzt wichtig ist, und hier, liebe Zuschauer, jetzt bitte ich Sie, ganz genau hinzugucken. Wir haben ja ein Beispiel genommen. Und ich habe zu Burkhard gesagt, ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus der alltäglichen Praxis. Ein Case Report an eine 43-jährige Frau. Sie sehen hier Anamnese, Körpergröße. Vielleicht kannst du es kurz vorlesen. Ja, Assistentin der Geschäftsführung, 55 Jahre alt, 2 Kinder, 19 und 21. Ganzheitliche medizinische Untersuchung hat sie gemacht, Belastungs-EKG, hat aber starke Neurodermitis Gesicht und im Arm und in der Kniebeuge, Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie, starke Stimmungsschwankung, vermehrter Haarausfall, sehr schlechtes Schlafverhalten, 2 Stunden Ausdauertraining macht sie pro Woche und subjektives Empfinden, fühlt sich beim Laufen nicht mehr so wohl. Das kam alles, jawohl, Ernährungsverhalten, Grundprinzipien des Glykoplans von Dr. Mosetta, sie ist Vegetarierin. So, und jetzt, liebe Zuschauer, sehen Sie mal ganz genau hin, was sie gemacht hat. Burkhard hat es schon sehr, sehr deutlich dargestellt. Das war die Theorie, jetzt ist die Praxis. Die junge Frau nimmt morgens 8000 Einheiten Vitamin D, nimmt Bakterien zur Aktivierung der Darmflora, nimmt hochdosierten B-Vitaminkomplex aus der Apotheke, Vitamin E, Omega-3, was Sie alle sehen. Ich habe bewusst einige Dinge in Rot markiert. Warum, liebe Zuschauer? Um Sie jetzt mal mitzunehmen und das Ganze kritisch zu reflektieren. Warum? Sie sehen jetzt, 8000 Einheiten Vitamin D bei dieser Frau, Sie werden gleich sehen, ist völlig kontraproduktiv. Warum? Ich gehe jetzt mal weiter, liebe Zuschauer. Hier sehen Sie die Blutwerte dieser 43-jährigen Frau. Sie sehen oben der TSH-Basalwert, Sie sind mittlerweile so gute Experten. QS24TV hat ihn in all den Sendungen immer wieder dargestellt, wie wichtig die Schilddrüse ist für die vegetative Balance. Und Sie sehen, ein TSH-Basalwert von 0,93 bedeutet eine vegetative Dysregulation. Wenn diese Frau jetzt, ich gehe wieder zurück, 8000 Einheiten Vitamin D nimmt, schläft die keine Nacht, keine Minute. Das heißt also, die Dosierung, das ist willkürlich gewählt und auch gar nicht atypisch gewählt, frei erhältlich im Handel. 8000 Einheiten bedeutet für die innere Unruhe, nicht abschalten können, nicht runterfahren können. Also genau das Gegenteil, was sie eigentlich erreichen möchte. Sehen wir weiter, abends nimmt sie 400 Milligramm Magnesium als Citrat in Pulverform. Ja. Und auch da nochmal ganz wichtig, liebe Zuschauer, Sie wissen, Magnesium, haben wir schon häufiger diskutiert, verteilt über den Tag zugeführt, führt zu einer absoluten Detonisierung, zu einer Entspannung. Du kommst runter, du fährst an Parasympathikus, aktivierst du und wirst gelassener, aber verteilt über den Tag, ja, und nicht auf einmal. Was macht sie? Sie nimmt abends 400 Milligramm auf einmal, zu hoch dosiert. Also lieber verteilt über den Tag. Und auch auf die chemische Verbindung muss man achten. Jetzt macht sie
Deswegen Rot einen ganz großen Fehler. Wir gehen nochmal zurück, liebe Zuschauer. Alexander hat es vorgelesen. Sie sehen jetzt, sie hat eine starke Neurodermitis. Ja, und was macht sie jetzt? B-Komplex. Hochdosiert. B-Komplex teilweise, ja, ja. Burka teilweise 400, 500 Mikrogramm. Das ist ein Vielfaches der deutschen Gesellschaft. Hat sie zugeführt und hat eine extreme Akne entwickelt, ja, auf dem Rücken. Ne? Extreme Hautirritationen. Also, sie macht alles falsch, obwohl sie alles richtig machen will. Die B-Vitamine sind viel zu stark dosiert. Oder wenn Menschen eine Psoriasis haben, eine Schuppenflechte, und sagen, ich mach mal was, aber nicht mit einer hochdosierten B-Vitamin-Komplex. Dann nimmt sie ein bisschen Eisen ein. Da kann man mal gucken. Ja, wir gehen wieder weiter vor. Sie hat ein Ferritin von 23,5 Nanogramm pro Milliliter. Liebe Zuschauer, vielleicht erinnern Sie sich, Frauen sollten über 60 Nanogramm pro Milliliter liegen, damit die Haare nicht ausfallen, weil die Sauerstoffversorgung in den Gewebstrukturen ist exorbitant wichtig, auch in den Haarwurzeln. Und mit dem niedrigen Ferritinwert und Eisenwert, Sie sehen ganz unten, da ist der SDFR, das ist nämlich der Faktor, liebe Zuschauer, der zusätzlich dem Einzelnen anzeigt, liegt ein Mangel an funktionellem Eisen vor. Und der liegt massiv vor. Was macht sie? Sie nimmt hier 30 Milligramm Eisen. Das ist in der Dosierung nicht ganz richtig, in der Zuführung nicht richtig, aber tendenziell schon mal ganz gut. Jetzt, was ganz wichtig ist, viele der Zuschauer und auch viele, die sich mit Nahrungsergänzung beschäftigen, das wird Burka gleich bestätigen, nehmen dann so mal 250, 300, 400 Milligramm Einheiten Vitamin E. Vitamin E hat eine extreme starke Sympathikotonie. Und größer 150 bedeutet, dass die Schilddrüse irritiert wird. Bitte, liebe Zuschauer, wenn Sie schon was nehmen, aber nicht in diesen Dosierungen, dann maximal 150. Und sie nimmt 250 und bei der Schilddrüse, die sie hat, ist das kontraproduktiv. Omega-3, Sie sind schon Omega-3-Experten, wissen Sie, Permeabilität der Zellmembran, Durchlässigkeit, für die Kognition sehr wichtig, kognitive Fähigkeit sehr wichtig, aber da nimmt sie 1000 Milligramm EPA-DHA, da können Sie eine Maus mitfüttern, nur kein Menschen. Viel zu niedrig dosiert, kein Effekt. Geht man weiter, Aminosäuren aus Kürbiskernextrakten, 30 Gramm morgens, ist nicht ganz falsch, aber trotzdem für die spezifische Form dieser Frau deutlich zu wenig. Na, also man sieht an diesem Beispiel, das ist eine willkürliche Zufuhr, die viele von Ihnen ja machen, weil sie sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt haben, führt aber zu extrem gesundheitlichen Problemen. Man sieht ja hier, wo die Problemsituation der Blutanalyse zeigt. Was man erkennen kann hier, keine Darmbarrierestörung, das heißt, die junge Dame hat keine Darmbarrierestörung, das ist zum Beispiel gut, und hat auch keine Histaminintoleranz. Man hat ja alles abgeklärt. Das ist alles medizinisch in Ordnung. Jetzt sieht man, das sieht immer ganz wild aus. Die Zuschauer bei den vielen Reaktionen der Sendung sehe ich dann immer, was ist denn das für ein Bild? Da sind so blaue Balken, die gehen in die roten rein. Was ist denn das? Das bedeutet, wenn die blauen Balken in diese roten reingehen, Burkhard, du kennst, das sind die Zitronensäure, sind bestimmte Metabolite. Und die bedeuten jetzt, dass der Energiestoffwechsel massiv gestört wird. Das heißt, diese Frau nimmt willkürlich jetzt diese Einheiten, die teilweise hochdosiert waren, und trotzdem hat sie einen nicht guten funktionellen Energiestoffwechsel. Das heißt, sie macht alles falsch, obwohl sie alles richtig machen wollte. Und deswegen ist es ja wichtig, was Burkhard gesagt hat, dass man nicht willkürlich irgendwas nimmt, sondern das nimmt, was braucht. Und deswegen, Burkhard, das ist das, was du gerade gesagt hattest. Deswegen komme ich jetzt wieder auf dich zurück. Du siehst hier die Nährstoffsupplementierung, Nährstoffadaptation und hast gesehen, die gezielte personalisierte Komponente, die ist wichtig. Und genau diese Dinge, die du angesprochen hast, bedeutet ja personalisierte, individualisierte Medizin. Auf den Einzelnen eingehen und nicht willkürlich irgendwas nehmen. Du hast es angedeutet, vollkommen richtig, dass es eigentlich die Voraussetzung wäre, du weißt, Burkhard, das ist mein Wunsch, du bist in dem Studiengang involviert, dass wir die Ärzte, die Heilpraktiker, die Physiotherapeuten, die Osteopathen weiterbilden und denen sagen, Mensch, versuch doch wirklich gezielt mit den richtigen Dosierungen, mit der richtigen Messung zum richtigen Ergebnis zu kommen und nicht willkürlich das zu machen. Dann hat man einen therapeutischen Effekt. Und das hat er richtig angedeutet. Nahrungsergänzung, kann er gleich nochmal erläutern, hat keinen therapeutischen Effekt. Burkhard? Ja, das ist richtig, weil die Dosierungen normalerweise zu niedrig sind. Da liegen wir, also das Risiko liegt jetzt auf der anderen Seite. Wir dosieren zu niedrig. Ja? Und wir hatten das ja schon geklärt, warum es dazu kommt. Die Behörden wollen natürlich auf Nummer sicher gehen und sagen dann, also wir wollen sicherstellen, dass also die Leute nicht zu viel
Nährstoffe aufnehmen, sodass dann also praktisch bei der Allgemeinbevölkerung, und das ist ja die Zielgruppe hier, also die gesamte Allgemeinbevölkerung, da irgendwelche Probleme entstehen können. Und dann enden wir natürlich immer bei dem, ich sag's jetzt mal fast so, bei dem kleinstmöglichen Zufuhrwert. Ja? Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann können Sie das auch abrufen, das wird ja auch so angegeben, dann bringt das BfR wirklich Höchstmengenvorschläge, die absurd sind. Ich bringe mal das Beispiel Vitamin C, okay? Sagt das BfR, also höchstens 250 Milligramm pro Tag Vitamin C. Okay? So. Und jetzt können Sie einfach mal in die Empfehlung der EFSA gehen und dann macht die EFSA keine Höchstmengenvorschlag, weil sie sagt, das ist unnötig. Machen wir nicht. Aber wir können euch sagen, bis zu 1 Gramm Vitamin C ist absolut, absolut unbedenklich. Können Sie pro Tag bis zu 1 Gramm Vitamin C geben. So, und jetzt fragte ich mich dann, Moment mal, wieso kommen die denn da zu so unterschiedlichen Höchstmengenvorschlägen sozusagen? Die einen sagen, das ist total okay, unbedenklich, sicher, kann jeder nehmen, also die Neugeborenen, die Säuglinge, sage ich jetzt mal alle, die Greise, alle, wir können das alle nehmen, müssen uns gar keine Gedanken machen. Und dann sagt das BfR, nee, Moment mal, also nur 250 Milligramm. Das macht auch die Leute verrückt, weil da ist ja ein Faktor von 4 dazwischen. Ja, ja. Ja, jetzt müsst ihr wirklich mal wissen, das gilt, wie gesagt, nur für die Nahrungsergänzungsmittel, jetzt für die Lebensmittel, okay? So, und wie kommt das BfR dazu? Die sagen, ja, die EFSA hat völlig recht, wir nehmen den 1-Gramm-Wert. Und da ist das schon einberechnet, weil also ab 2,5 Gramm haben Sie die ersten, können Sie vielleicht die ersten Nebenwirkungen haben. Das ist der No Adverse Effect Level. So, und dann sagt die EFSA, naja, die können ja auch Vitamin C aus anderen Quellen zu sich nehmen. Oder machen das vielleicht sogar. Also gehe ich nochmal 0,5 Gramm, 500 Milligramm runter. Also jetzt sind wir nur noch bei 2 Gramm. Und dann sagt die EFSA, jetzt machen wir noch einen Uncertainty Factor da rein, also einen Unsicherheitsfaktor. Und wir wollen also sozusagen die Grenze nochmal runtersenken und wir halbieren das nochmal. Also richtig halbieren, richtig saftig. Jetzt sind wir bei 1 Gramm. So. Und dann sagt das BfR, ja, stimmt ja alles, ist super. Und jetzt denkt man, dann übernehmen die das natürlich. Und inhärent inkonsistent, also komplett inkompetent, schreiben sie dann im nächsten Satz. Aber wir teilen das, wie wir das immer tun, nochmal durch einen Uncertainty Factor, der ist ja schon drin. Und das sagt ja auch das BfR. Und dann teilen wir es nochmal durch 2, weil ja die Leute vielleicht noch andere Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel aufnehmen, wo das ja auch schon berücksichtigt wurde bei dem EFSA-Vorschlag von den 500 Milligramm. Also 0,5 Gramm, was das BfR auch bestätigt. Also wir müssen das gar nicht machen, sagt das BfR. Aber wir tun es trotzdem. So, und da werden die Leute natürlich wirklich, da entsteht Verwirrung, ne? Genau. Da entsteht wirklich Verwirrung, da steht auch Verunsicherung und da entsteht dann auch tatsächlich, also ich würde mal sagen, sogar sowas wie, ja, die werden verängstigt, ja, weil es könnte ja doch gefährlich sein, ich soll ja nicht mehr als 250 Milligramm zuführen. So, und warum ist das Beispiel jetzt geeignet, um das mal aufzuzeigen, die ganze Problematik, weil da selbst die EFSA richtig wuschig wurde und das BfR aber übelst abgemahnt hat, weil die EFSA sagt, wir haben eine Mindestmenge an Vitamin C. Also wenn Sie zum Beispiel Sportlerin oder Sportler sind, wenn Sie sich vermehrt bewegen, wenn Sie einen anstrengenden Beruf ausüben, ja, dann sollen Sie, die allgemeine Bevölkerung soll insgesamt mindestens 80 Milligramm pro Tag an Vitamin C zuführen. Ja. Das heißt also, das sind die Nutrition Reference Values für die Erwachsenen, hier, die gelten von der EFSA. So, aber da muss man aufpassen. Die EFSA sagt dann noch, wenn Sie also vermehrte Aktivität haben, ja, dann müssen Sie nochmal mindestens 200 Milligramm zuführen. An Vitamin C pro Tag. Ja, alle Sport, wir sollen uns ja mehr bewegen. Also, dass wir uns häufig nicht genügend bewegen, ist ja eigentlich also eine ganz schlechte Angewohnheit. Das sollten wir eigentlich beenden. Und dann sagt die EFSA natürlich zum BfR, Moment mal, liebe Leute, das wären dann 280 Milligramm nach Adam Riese und ihr, das liegt dann über eurem Höchstmengenvorschlag, unser Mindestmengenvorschlag. Ja, das passt nicht. Denn Burkhardt. Aber bis heute hat das BfR diesen Höchstmengenvorschlag nicht zurückgezogen. Und ich denke, das ist wirklich ein Problem. Also die Leute gucken im Internet natürlich nach. Was ist denn jetzt sicher?
So, und dann bräuchten wir mal klare Ansagen dazu. Und da wäre es gut, wenn wir dann, also wenn die Behörden zumindest mal mit einer Sprache sprechen würden. Ja? Stimmt. Und wie gesagt, jetzt habe ich nur über die Lebensmittel geredet. Da sind wir ja schon ganz niedrig, ja. Das haben wir auch diskutiert, warum. Nicht über die Arzneimittel, okay? Burkhard, entschuldige, dass ich jetzt unterbreche. Ich würde jetzt sagen, dann kannst du gleich sofort wieder eingreifen, würde den Alexander bitten, die nächste Chart hochzubringen. Da wird den Zuschauern das ganz klar deutlich. Und zwar. Hier sehen Sie nochmal zusammengefasst, liebe Zuschauer, über das, was Burkhard gesprochen hat. Nährstoffsupplementierung, Nährstoffadaptation, Intervention. Und was wir machen und was er fordert, ist die individualisierte Mikronährstoffrezeptur, damit man das noch bildlich nochmal fordert. Das macht Sinn. Und du weißt, Burkhard, ich wünsche mir, dass in 15 Jahren der Patient zum Arzt geht, der misst erstmal richtig und gibt ihm, was fehlt. Und wenn dann noch Medikation notwendig sein sollte, dann gibt er auch eine Medikation, aber erst dann. Es ist dann kein Kaffeesatz lesen mehr, sondern es ist effektiv das. Genau das. Gericht, und deswegen weiß Burkhard das. Ich bin sehr dankbar, dass er im Studiengang auch mit integriert ist, weil wir ja unsere Ärzte fortbilden wollen in diese Richtung, dass sie lernen wollen oder sollen, wie geht man damit gezielt um. Und was jetzt ganz wichtig ist, und das fand ich sehr interessant, liebe Zuschauer, wenn Sie die Chart gerade sehen und Burkhard, effektives Gesundheitsmanagement als Herausforderung in unserem Gesundheitssystem, das ist das, was wir fordern. Das heißt, wenn wir alle gemeinsam eine gute Versorgungsleistung haben, und das ist das, was Burkhard gesagt hat, werden wir mit Lebensqualität alt. Dazu müssen wir was tun. Das bedeutet aber, ich nenne es provokant Energie auf Rezept. Das heißt, jeder Mensch hat unterschiedlichen Bedarf, weil er unterschiedliche Voraussetzungen hat. Und das ist das ganz Entscheidende und deswegen individuell. Und was man jetzt hier sieht, Burkhard, dir liegt es vor. Wir haben hier das Bild, jetzt die personalisierte integrative Medizin. Da siehst du auf der einen Seite die Anamnese, die Diagnostik, die Therapie und dann den Erfolg. So würde ich mir das, was wir gerade gesagt haben, das Ganze vorstellen in der Zukunft mit allen, mit den Ärzten, mit den Physiotherapeuten, mit den Osteopathen, mit allen Therapeuten in dem Bereich tätig sind. Und das ist das, was Burkhard und ich und Kurt Moser ja versuchen, auch den Studenten in dem Studiengang beizubringen. Wirklich Dinge weiter, Multiplikatoren zu sein, weiter Dinge zu tragen. Und hier sieht man, eine Möglichkeit ist, und das ist das, Burkhard, wo ich dich gleich nochmal bitten möchte, weil du wissenschaftlich da jahrelang gearbeitet hast. Wir haben hier das Bild jetzt vorliegen, dass man verschiedene Baukastensysteme nutzen kann, unterschiedliche sekundäre Vitalstoffe nutzen kann, die im Grunde genommen das Ganze ergänzt. Ne, ob es Vitamine sind, sekundäre Vitalstoffe sind, all das zusammengestellt, quasi in einer kompakten Form, plus Omega-3, plus vielleicht Magnesium, was auch immer. Das ist das, was wir uns vorstellen. Das heißt, das, was Sie kennen aus vielen Dingen, dass hier sind nur minimale und maximale Referenzwerte ermittelt. Und Burkhard, du weißt jetzt, was ich meine. Die minimalen und maximalen. Und hier würde ich dich ganz kurz vielleicht nochmal bitten, deine Expertise reinzugeben für die Zuschauer, damit sie wissen, was ich damit meine. Ja, also man kann hier sehr schön sehen, das kann man sogar, also ja, das ist eine sehr gute Grundlage auffassen, fast schon eine Empfehlung, dass wir also hier größere Mengen zuführen, als wir normalerweise gewohnt sind von Nahrungsergänzungsmitteln und von anderen Lebensmitteln, wie den Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke. Das ist arzneimitteltypisch. Und das wird auch dafür sorgen, dass sie zu einer Supplementation kommen, die man wirklich aus einer ausreichende und zielführende Supplementation nennen kann. Das ist diese bedarfsgerechte Supplementation und das ist eine erfolgreiche Supplementation. Das heißt, hier führen wir die Nährstoffe, die Sie benötigen, oder hier werden die Nährstoffe, so muss man sagen, die Sie benötigen, auch zugeführt. Und deshalb brauchen wir diese Spannen. Also das ist ja immer unterschiedlich. Elmar hat das jetzt, glaube ich, sehr deutlich und klar gesagt, mehrfach. Also wir müssen Ihren spezifischen Bedarf erstmal ermitteln. Das machen wir einfach durch die Messung der validen und etablierten Laborparameter. Und dann wissen wir, wo bei Ihnen die Nährstoffdefizite liegen. Denn die wollen wir aufheben, genau wie die Blockaden und die Stoffwechselstörungen, die dann daraus resultieren. So, und dann führen wir also entweder also eine größere Menge zu, also hier meinetwegen auch die Maximalmenge, oder wenn Sie also gar kein Nährstoffdefizit haben bei diesem Nährstoff, dann brauchen wir auch nicht so viel zuzuführen. Dann werden wir also die minimale Menge zuführen. So, jetzt fragen sich vielleicht einige, ja, Moment mal, warum denn überhaupt zuführen, wenn Sie doch gar kein Nährstoffdefizit haben? Sie haben doch eben gesagt, ja,
dann brauche ich ja eigentlich nichts zuzuführen. Nein, also man muss gucken, dass jeder Mensch also einen bestimmten spezifischen Bedarf hat. Deshalb müssen wir das also erstmal messen. Das ist völlig korrekt. Aber wir müssen Nährstoffe immer ausgewogen zuführen. Also was für Ihre Ernährung gilt, das gilt auch für die Supplementation. Eine Supplementation, die nicht ausgewogen und eine ausreichende Supplementation darstellt, die ist immer eher schädlich. So, das heißt, wir müssen also die wichtigsten Nährstoffe alle zuführen. Und deshalb diese minimale Zufuhrmenge, die müssen wir eigentlich bei allen Nährstoffen eigentlich immer zuführen. Es sei denn, wir sehen tatsächlich, und das hat man ganz selten nur, wir sehen tatsächlich Anzeichen dafür, dass hier von diesem Nährstoff zu viel vorliegt und dass wir hier also praktisch schon Messwerte haben, die uns andeuten, dass also diese Person praktisch also zu hohe Spiegel an, ich sag mal, Vitamin D haben könnte oder was auch immer. Vielleicht, weil sie damit also schon vorher wahnsinnig stark supplementiert hatte. So, und dann würden wir natürlich also vielleicht in einem Ausnahmefall hier kein Vitamin D zuführen. Normalerweise tun wir das doch. Und warum tun wir das? Weil wir natürlich noch einmal alle Nährstoffe ausgewogen zuführen müssen. Und das gilt vor allen Dingen für die Mineralien und die Spurenelemente. Die müssen also besonders ausgewogen zugeführt werden. Wenn wir nämlich also ein Mineralstoff oder ein Spurenelement total überzogen dazuführen und das andere aber weglassen, dann bildet sich meistens ein Ungleichgewicht aus, früher oder später, und das kann dann wiederum zu großen Problemen führen. Also wir brauchen tatsächlich erstmal die Zufuhr. Und diese Zufuhr, das muss eine bedarfsgerechte Zufuhr sein. Das heißt, diese Zufuhr, die deckt den Bedarf, ihren Bedarf, ihren spezifischen Bedarf. Dazu messen wir. So, dann müssen wir aber praktisch alle Nährstoffe in einer bestimmten Menge zuführen, damit wir hier eine ausgewogene Nährstoffergänzung vornehmen. Und schließlich müssen wir also auch noch die Nährstoffe besonders berücksichtigen, wo Sie Nährstoffdefizite haben. Denn noch einmal, wenn Sie irgendein Nährstoffdefizit nicht auflösen, das also weiter besteht, dann ist es ja ganz klar, dann werden die Blockaden ebenfalls weiter bestehen und ebenfalls, das gilt dann ebenfalls auch für die Stoffwechselstörung. Also aus der Nummer kommt man nicht raus. Das klingt jetzt vielleicht für einige ein bisschen aufwendig, aber ich sag mal so, dass kann ich dann auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, wenn Sie mal an Ihr Auto denken, was denn die Leute da alles betreiben, ja, da wird ständig Inspektion gefahren und da reagiert man dann auch sofort. Also da wird ja dann also sofort der Ölwechsel vorgenommen, weil der war ja verpasst worden. So. Also warum wir das bei uns nicht machen, das kann ich nicht nachvollziehen. So. Und einige Leute sagen auch einfach, das ist mir ja zu teuer. Herr Burkhardt, Ihnen sage ich das ernsthaft, machen Sie es doch wenigstens einmal und dann, nachdem Sie supplementiert haben, ja, dann wissen Sie wenigstens, wo Sie stehen. Denn diese Supplementation im Blindflug, ja, die geht häufig schief, weil Sie wissen dann ja nicht, wo Sie stehen und Sie können dann ja gar nicht spezifisch supplementieren. Ja. Burkhardt, das wäre meine Bitte an Sie, gönnen genau. Sie sich das doch. Das, glaube ich, kann man machen, dass man also erstmal misst, dann etwas macht, also supplementiert, und zwar so, wie wir das jetzt gesagt haben, ausgewogen und spezifisch, und dann also misst man nochmal und sieht, ob das wiederhergestellt wurde. Ja, und das, da werden Sie sehen, also Ihre Gesundheit und Ihre Lebensqualität, Ihr Wohlbefinden, das kann sich dramatisch verbessern. Aber nur, wenn man das wirklich richtig macht. Genau. Das ist so ein bisschen das Ding. Und vielleicht einfach mal sich das gönnen. Ja, also wir gönnen das ja auch unseren Geräten, sage ich jetzt mal. Warum dann nicht auch uns selbst? Also, dass wir hier praktisch ganz klar Gewissheit haben. Also, wo fehlt's? Und was muss ich tun? Und das kriegen Sie ja durch diese Messwerte. Und dann können Sie das tatsächlich auch so machen. Oder Sie lassen das den, der diesen Service da erbringt, den lassen Sie das machen, dann ganz spezifisch. Ne? Burkhardt, vielleicht in Ergänzung nochmal, liebe Zuschauer. Was ist denn genau das, was er gesagt hat? Wenn wir den Artikel nochmal, die Pillenschwindel, nutzlos, mutlos, was auch immer, jetzt nochmal ad acta legen und die Quintessenz daraus ziehen, bedeutet das doch, wenn es uns gelingen kann, durch eine Nährstoffanpassung, durch die richtige Zufuhr fehlender Mikronährstoffe, den Körper in eine gute Körpereigenregulation zu führen, sodass er sich wieder selbst regulieren kann. Das ist unsere Zielsetzung. Und deswegen eben nicht willkürlich 1000 Dinge schlucken. Burkhardt hat es angedeutet. Dafür sind wir selbst verantwortlich. Aber nochmal ganz konkret, es geht ohne Mikronährstoffzufuhr nicht. Das hat Burkhardt nochmal herausgestellt. Wir herausgestellt durch Analysen. Und das ist wichtig. Wir wollten mit dieser Sendung nur zeigen,
dass es sinnvoll macht. Weißt du, was mich total schockiert, ist eigentlich die Aussage von Burkhardt, wie es in Japan läuft. Ja. Und da es eigentlich nur 2 Jahre Sichtum sind. Und wir haben da irgendwie 20, 25 Jahre Sichtum, weil wir im Mangel stecken. Und wenn wir das jetzt gehört haben aus dieser bedeutsamen Sendung, dann müssten wir doch schauen, dass alle unsere Eltern, unsere Senioren dringendst eine Analyse kriegen, eine Supplementierung, die sie wirklich brauchen, sodass sie möglichst auch einen schönen Lebensalltag verbringen dürfen. Und das liegt jetzt an uns, dieses Wissen zu verbreiten, oder? Absolut, dem kann ich nichts zufügen. Das ist schockierend. Schockierend, deswegen war ja auch die Definition Gesundheitsspanne, wie ist die in Deutschland, in Japan, so erschreckend, was Burkhardt dargestellt hat. Und Sie, liebe Zuschauer, entscheiden für sich selbst, was möchte ich? Ja, aber jetzt noch eine Frage. Ist das nicht in der Verantwortung unseres Staats? Ich sage jetzt mal in Deutschland, der Lauterbach, der bringt ja so viele großartige Dinge auf die Welt. Warum nicht auch noch sowas, was wirklich lebenserwartend verlängernd ist und jetzt sich nicht irgendwie mit der Hitzetoten und der Klimaerwärmung beschäftigt? Warum auch nicht in der Schweiz? Das sind doch elementarste Dinge. Und wahrscheinlich ist es noch das günstigste überhaupt, wenn ich mir schaue, wie das Gesundheitswesen heute steht. Und da vielleicht noch was zurück zum Burkhardt. Was denkst du dazu? Ja, also ich glaube, dass das genauso ist, wie das jetzt eben diskutiert wurde von uns. Weil also wir werden, wenn wir kein breites, individuelles Gesundheitsmanagement etablieren können, ja, dann werden wir nicht dazu kommen. Also dann werden wir die Gesundheit, ja, die Lebensqualität und das Wohlbefinden nicht also lange Zeit aufrechterhalten. Das ist ja eben einfach eine Lüge. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. So. Und es stimmt eben einfach nicht. Also viele Leute sind hier schwer krank und wenn sie über 57 Jahre an sind, dann sind sie wirklich schwer krank. Ja, dann haben sie also diese lange Periode so. Die könnten wir ganz sicher vermeiden, das haben wir ja jetzt gesehen. Da müsste aber der Staat tatsächlich vorangehen und gleich mal anfangen, das zu bezahlen. Das ist nicht so billig. Also sie müssten dann ja, also der Staat müsste dann wirklich Geld in die Hand nehmen, wie das in Japan passiert ist. Das ist anfangs sehr teuer, ja, also weil dann müssen wir wirklich Geld in die Hand nehmen. So, dann kriegen die Leute also auch diese Nährstofftherapie bezahlt, ja. Das sind also 100 bis 200 Euro im Monat in Japan. Das ist teuer pro Nase. So, fast alle Senioren bekommen diese Nährstofftherapie in Japan. Wow. Verstehen Sie, das ist schon teuer, ja. Ja, pro Monat. Also das sind 1.200 Euro pro Jahr, mindestens pro Nase. So, die bezahlt der Staat. So, und er bezahlt dann auch, dass sie das dann messen. Ja, denn sonst, wir haben es ja diskutiert, das bringt dann nichts. Also, wenn Sie etwas messen, dann haben Sie ja einen ganz klaren Anhaltspunkt, was da passiert. Dann machen Sie etwas und dann messen Sie wieder. Das ist auch nochmal wichtig. Also, zumindest einmal muss man dann gucken, hat die Supplementation jetzt etwas gebracht oder nicht? Und Burkhardt. Wir haben das eben bei dieser Frau gesehen. Die nimmt hochdosiert B-Vitamine ein, ja. Aber es bringt trotzdem nichts, was den Energiestoffwechsel angeht. Das ist mir auch nochmal wichtig. Also, Sie sehen wirklich, wir haben nicht nur Mikronährstoffdefizite. Das ist klar. Aus den also Studien, die der Wissenschaft vorliegen, wenn wir es wirklich biochemisch einfach messen, wie wir eben gesagt haben, ja, dann sehen wir das nicht bei Recall oder Erinnerung. Ach, ich habe ja das gegessen und dann rechnen Sie bei Liste aus, ja. Das kann man alles klicken, so. Dann wird die Nährstoffzufuhr um den Faktor 2 bis 4 überschätzt. Das muss man einfach lassen, so. Und jetzt gibt's aber die neuen Studien. Das wissen wir. Aber wir haben jetzt eben ja auch gesehen, das führt tatsächlich zu Blockaden. Und das dann natürlich führt zu Stoffwechselstörungen. Das aber heißt, Burkhardt, lass mich vielleicht. Also hier haben wir guten Grund anzunehmen, dass das Problem darstellt. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn also der Staat hier mal Initiative zeigt, genau wie du eben gesagt hast, und einfach sagt, okay, ich bezahle das jetzt. Das ist teuer, aber es würde sicherlich sehr viel bringen. Und wir sehen ja schon, dass wir auch sehr viele andere Aktivitäten machen, wo man sich dann fragen könnte, die macht man in Japan eben auch nicht. Ja? Also in Japan wird mit der Pharmakotherapie sehr restriktiv umgegangen. Ja. Und um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, also wenn Sie Statine geben in Japan, das ist einfach gesetzlich vorgeschrieben, dann muss da mit der Pille, mit dem Statin, immer Ubiquinon dabei sein. Also das muss da drin sein. So. Das kann man doch hier auch einfach verlangen, verstehen Sie? Versteht ihr? Das ist genau der Punkt. So. Und das wird hier aber nicht gemacht. Japan war da ganz, ganz hart. Also Pfizer hat gesagt, wir machen das nicht. Aber Burkhardt, lass mich noch eine Sache. Haben Sie tatsächlich die Leute da verhaftet und gesagt, also ihr macht das jetzt oder aber ihr seid sowieso draußen? So.
Und dann hatten die, dann mussten wir es machen. Die haben so ein Auslieferungsersuchen an die USA gestellt, damit sie den Vorstand von Pfizer nach Japan bekommen und da aburteilen. So, also das sind die ganz harte Nummer, die die da aber einfach durchziehen. Das würde ich mir hier auch mal wünschen. Ja, aber das kommt ja hier nicht im Moment nicht. Aber ich gebe die Hoffnung da noch nicht auf, denn also wie die Chance ist ja riesengroß, ja. Das ist eine Herausforderung, das will ich gar nicht kleinreden. Das kostet auch was, keine Frage. Aber die Chance ist ja wirklich fantastisch. Eigentlich ja, ich habe nur eine kleine konstruktive Anmerkung. Du hast vollkommen recht, das ist auch die Sache, dass irgendwann die Analysen von Krankenkassen getragen werden. Das sind alles Dinge, die sich entwickeln. Aber trotzdem möchte ich eine Sache, aber du schon erwähnt hast, liebe Zuschauer, wir müssen auch Eigenverantwortlichkeit zeigen. Wir müssen die Prioritäten im Leben. Wenn wir wirklich auch gesund bleiben wollen, müssen wir auch über unsere eigenen Dinge nachdenken und müssen vielleicht dazu wirklich bereit sein, auch selbst zu investieren. Nicht nur die Forderung zum Staat, die ist richtig, die Burkhardt nennt, aber ich betone nochmal, die Eigenverantwortlichkeit ist auch eine ganz wichtige, die man nicht ad acta legen sollte. Ja, klar, gebe ich dir schon recht. Auf der anderen Seite komme ich da schon ins Grübeln, wenn ich überhaupt noch ernst nehmen sollte, wenn an der Basis solche wichtigen Informationen gar nicht, sagen wir, von oben zu uns kommen, das sondern wir selber in der Hohlschuld sind, über die elementarsten Dinge zu sprechen. Und nochmals, er hat gesagt, es kostet richtig Geld, den Staat. Okay, aber diese 20, 25 Sichtum, das ist ein Mehrfaches von dem. Das kostet viel mehr Geld. Und ich denke, genau müsste mir ansetzen, wenn nicht immer alles irgendwie zum Wohle von, ich sage jetzt ein bisschen verschwörerisch vielleicht auch oder sarkastisch ausgedrückt, dass nicht immer alles gewisse Pharmazier so viel Geld verdienen müssen, sondern es hier eigentlich um etwas anderes geht, um den Menschen, um das Wohl des Menschen und um die Gesundheit dessen. Naja, ich habe sehr viel gelernt in dieser Sendung und eigentlich ein bisschen erschüttert auch und froh auch zu sehen, dass es ein Land wie Japan gibt, das das durchzieht. Das ist ja schon revolutionär. Ich komme zum Ende und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Dr. Burkhardt Pögeler. Ganz herzlichen Dank. Ich danke, ja. Klasse, hat mir sehr gut gefallen und hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch so eine oder andere Empfehlung hier mitnehmen und dann umsetzen. Und ja, es ist ja möglich, wie wir gesagt haben, und dann sollte man sich das gönnen. Und vielleicht, was Elmar auch gesagt hat, ja, das kann man sich wirklich wert sein, finde ich. Also das ist mal so ein Gebiet, ne, wo man sagen kann, ja, da kann ich was für mich tun und das sollte ich wirklich dann auch umsetzen. Burkhardt, vielen Dank für deine Fachexpertise. Sehr gerne. Und ich habe noch eine Frage. Darf ich dich auch mal einladen in die Schweiz? Ich glaube, wir hätten ein paar Themen, die wir auch durchdiskutieren müssten. Unbedingt. Ja, gerne. Gut. Natürlich, gerne. Komme, immer gerne. Großartig, danke. Und dir auch, lieber Elmar, herzlichen Dank, dass du diesen Stein ins Rollen gebracht hast und jetzt auch zusammen mit unserem Gast, der zugeschaltet ist, so eine tiefsinnige Wahrheit gehört haben, die mich jetzt echt beeindruckt hat. Ja. Herzlichen Dank. Danke, Professor Alexander. Dr. Elmar Wienecke war das zusammen mit Dr. Burkhardt Pögeler. Und ich hoffe Ihnen, wir haben Ihnen nicht zu wenig versprochen, sondern eigentlich ein ganz, ganz eindeutiges Zeichen gesetzt haben, wohin die Reise geht, wenn wir die Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Für uns, aber auch für unsere Liebsten. In diesem Sinne alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.